Yo, the King is back, baby! Wieder mit Gastkommentator Max the King. Hallöchen! Ja, deine Begrüßung war jetzt so gar nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das mit dem Gastkommentieren in Zukunft machen werden, aber mir macht es auf jeden Fall so mehr Spaß und ich fühle mich, ja, okay. Okay, wir sind da stehen geblieben in diesem Horror-Level. Horror-Level? Ja. Ich bin nicht mal sicher, ob ich da über die Stacheln drüber hüpfen kann. Na gut, ich habe ihn ja jetzt auch freigeschaltet. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin noch nicht mal den Turm hochgekommen am Anfang. Ja, okay. Leute, Augen zu und durch, sage ich jetzt einfach mal. Das wird aber ganz schön schwer. Mit Augen zu. Naja. Nein! Was denn jetzt? Oh. Weißt du, was ich mache? Da sind die Stacheln, ich will so drüber hüpfen. Was mache ich? Ich laufe direkt rein, ohne ein einziges Stückchen zu hüpfen. So einfach so rein und bam und... Oh. Rein und bam! Aber wieso machst du denn sowas? Du... Oh. Level ich bin so weit gekommen, nein. Jetzt kann ich alles nochmal machen. Oh, ja, Praller an der Wand auf Meat Boy. Kleiner, verkrüppter. Au. Alter, wenn danach noch ein zweiter Level kommt, ohne Scheiß. Ich mach mein PC kaputt, ich mach irgendwas, aber... Ich glaube, dass kein neuer kommt. Ja, hoffen wir's. Weil da steht ja, wenn du den Level startest, Level minus 1. Ja, vielleicht ist es schon wieder irgendein Computerfehler. Ja, schau dir das vielleicht an. Vielleicht kommt dann 0. Nee. Boy Meat steht da rückwärts geschrieben, habe ich gerade gelesen. Yo, Mann. Was ist das für eine Welt? Lass sie doch einfach aus und spiel alle Gold-Level ganz am Ende. Ja, damit ich den kompletten Herzinfarkt bekommen oder was? Am Ende? Wieso, wenn du es ganz am Ende machst, dann hast du schon, ich will jetzt nicht zu viel vorausnehmen, aber so viele Welten hinter dich gebracht, da wirst du besser sein und das Level vielleicht auch schneller schaffen. Ah, du willst sagen, dass ich kein Skill habe, ja? Ich will nur damit sagen, dass du es vielleicht lernst, wenn du erstmal mit dem Level wartest. Ja, du hast kein Skill. Weißt du, ich habe kein Skill, hä? Ich bin der geskilligste Typ auf dem Planeten, Alter. Oh ja, natürlich. Ja, und weißt du, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit einer Welt fertig bin, will ich weil dann... Weil sie auch skillig sind. Hä? Was war das? Was denn jetzt? Gerade war der ganze Bildschirm blau. ich habe das Gefühl, dass wenn ich in eine Welt zurückgehe, dass ich da, halt wenn ich mit einer Welt fertig bin, dass ich da nie wieder zurück will. Deswegen will ich das jetzt unbedingt schaffen. Du wirst dich zu den Zeiten von Welt 1 zurücksehnen, also... Oh. Naja, das glaube ich nicht. Das kann ja nur noch einfacher werden, oder? Auf keinen Fall. Naja... Ja gut, ich könnte jetzt was über Welt 2 erzählen. Tust du aber nicht. Gusch. Oh Mann. Also, ich komme da eh in den Part hin. Ich meine, das ja, macht natürlich. Man da rucki-di-zucki. Voll ohne Zucken. Rucki-zucki voll ohne Zucken. Ja. Ach ja. Der Hitch. LP. Und? Wie läuft's? Wappert! Ah! Ah! Nein! Oh, nein! Naja. Nicht ausrasten! Nein, ich rast nicht aus, überhaupt du doch nicht. Ich bin eigentlich ein ganz netter Bursche.
Ja. Frage, wir spielen ein... Ich habe noch nie in ein Meat Boy Let's Play von den anderen reingeschaut. Kann es sein, dass die anderen mit Safe States oder so spielen? Nein, bloß die meisten von denen spielen nicht blind. Aber zu 100%, oder? Ja. Aber keiner blind, oder was? Ja! Endlich! Das Bandage von Welt 2. Hey, ich hab's rüber geschafft! Was? Oh nein! Verdammte Ware! Da! Das ist ja einfach nur ein Glücksspiel, oder was? Wieso? Ja, wenn du das bis da nach rechts geschafft hast, dann weißt du, von was ich rede. Was ist denn da? Ja, komm rüber, dann weißt du es. Naja, nee, ich will das Level nicht machen. Ich mache es erst am Ende. Ja, weil du ein Loser bist. Nein, weil ich einfach schlau bin. Ja, du ein Schlau. Lieber warte. Naja. Sogar der Ladebalken ist an. Ja, das ist jetzt total ungewohnt. Normal, Kreissägen sind ja rund, aber die Stacheln da sind alle so gerade. Das ist ja komplett die Umstellung. Oh. Vor allem, welcher Vollidiot hat sich ausgedacht, die Spitzen da direkt da über die Schlucht zu geben? Na gut. Egal, ich bin ganz nett. Also. Ja, natürlich. Was mache ich denn jetzt für eine Scheiße? Ganz ruhig. Alter. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin so geschockt über das Level. Also, ich habe jetzt schon Meat Boy, weiß ich nicht, auf alle Weisen durch den Kakao gezogen oder wie man das sagt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen könnte. Dir fehlt noch so vieles. Bisher hast du nur die Kettensägen kennengelernt. Was? Willst du sagen, es gibt noch mehr wie Kettensägen? Natürlich. Die Stacheln hast du ja schon mal kennengelernt. Ach so, nein. Alter. Ja, ich wollte erst fragen, deshalb. Ja, brav. Oh, was? Ich check den Park nicht. Ich komme immer an der Seite auf, aber sterb trotzdem. Hast du Bandage Girl wenigstens schon gesehen? Nein. Ach so, ja, doch. Ich kann da den Level gern mal erklären, also. Du musst da von ganz unten links da mal raufkommen, da musst du da über die Achse Schlucht hüpfen, damit du dann rechts raufhüpfen kannst, wo pro Sekunde 4 solche Kettensägen runterfliegen. Aber ohne Scheiße, sind wirklich so schnell und so viele. Aha. Ich will das Video dann ansehen und ich spielen sehe. Ja, warte nur, bis der Part oben ist. Leute, ein kleines Geheimnis. Meat Boy macht mir so sehr Spaß, kann man sagen, zum Zocken. Eigentlich wollte ich nur die ersten drei Parts aufnehmen, aber ich habe dann immer weitergezockt und so. Und ohne Witz, es ist noch nicht mal der erste Part auf YouTube oben. In dem Moment, wo ihr das seht, ist natürlich anders, aber... Das heißt, ich weiß gar nicht eure Reaktionen oder ob ihr mich doof... Ja, dass ich so... So. Oh. Naja. Ja, heute ist das schon der vierte Part? Dritte? So. Nein, jetzt ist der 13. Nein, heute! Moment, ich muss das mal kurz anschauen. Es gibt immer eine kleine Pause. Wie, zwischen den Sägen, die runterfliegen, oder was? Hm, okay. Verdammte Ball! Ganz ruhig. Okay, und es ist Dienstag, der 13. September heute. Es ist 15.14 Uhr. Diesen Freitag, also in dieser Woche, wird der erste Part von Meat Boy hochgeladen. Also in... Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, in drei Tagen wird der erste Part hochgeladen sein.
Und ja, das wollte ich nur mal so als kleine Info sagen. Das Problem ist, wenn deine Abonnenten das Video sehen, sind die Tage schon längst um. Ja, ich... damit sie wenigstens verstehen, da, warum ich manchmal nicht auf Kommentare so schnell reagiere. Ach so, ja, stimmt. Bei Minecraft sieht man das ja. Ja, genau. Bin so cool, typ, da ist es meistens noch recht aktuell, oder? Wenn du das hochlädst. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, heute kommt Part 21 und ich habe nur bis 23 rekordet, also Minecraft mache ich nicht so viel am Stück. Ach so. Man ist also immer live dabei. Ja, noch 3 Minuten. Ich sehe es schon kommen. Das wird wieder so ein bekackter Level, der, weiß ich nicht, wieder 3 Parts in Anspruch nimmt. Könnt ihr euch noch an den Weltraumlevel erinnern? Der hat auch 3 Parts dort. Der die Parts hintereinander auf. Ja, nee. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich komme nicht mal mehr diese bekackte Schlucht da hoch. Bekackter Level Designer. Das ist so gewollt. Hätte man doch nur das Eichhörnchen spielen können. Wieso? Das wäre so klein gewesen und damit hätte man die Wände hochklettern können und so. Du hast doch selbst gesehen, dass es so viele Charaktere gibt. Hast du ja dein... Hey, Moment einmal! Charaktere? Wo kann man Charakter wählen? Hallo? Das hast du selbst schon in einem Part gemerkt. Ja, ich weiß, aber ich will es mit einem anderen Charakter versuchen. Ach, wo man die wechseln kann? Ja, ich glaube im Level drin, sonst fällt mir doch nichts an. Ja, na und vorher, du wirst vorher immer gefragt. Wenn du ein Level anfängst, steht da immer, ob du Meat Boy spielen willst. Bei mir nicht. Moment einmal, geht bei der goldenen Fliese überhaupt Charakter wechseln? Mit Sicherheit. Charakterauswahl ist für diesen Level deaktiviert. Danke. Wirklich danke, Leute. Danke, ihr Spiele-Designer. Danke, ihr Spiele-Programmierer. Danke, ihr Spiele-Tester, dass ihr das Spiel so fucking schwer gelassen habt. Steht das da wirklich? Ja. Cool. Ich muss sagen, also, Welt 2 ist schön. Ja, ich will nicht mal von Welt 2 reden. Also, nee. Ich habe ja schon gelesen, die Welt 2 heißt The Hospital, also da waren wir ja kurz, Leute. Und weiß ich nicht, kommt da dann eine verrückte Krankenschwester mit der Spritze hinter ihr oder was? Nein. Oder mit einer Kettensäge, der verrückte Doktor. Onkel Aber Doktor. Spritzen war schon gar nicht so falsch. Nein, aber du willst ja immer... Was? Ja, wie gesagt, es ist blind. Meine Abonnenten bringen mich um, wenn du mich spoilerst. Verstehst du das? Ja, ich weiß, das willst du ja immer nicht, leider. Ja. Mhm. Dabei könnte ich so viel Schönes erzählen. Hilft dir das für Minecraft auf? Ja. Aber es dann immer noch spoilern. Ja, weil Minecraft tue ich ja nicht blind, LPN. Also. Ja, na gut, aber wenn ich in Minecraft über Meat Boy rede, dann... Ja, nicht über Meat Boy, Mann. Du laberst wahrscheinlich eh 10 Parts, was es da für Erze gibt und ja, so. Ja, ist schon klar. Was? Was hast du gesagt? Du laberst wahrscheinlich 10 Parts am Stück, was es da für Erze gibt oder so. Ja, bin wahrscheinlich... kommentiere wahrscheinlich mehr als du. Ja, glaube ich auch. Der Gastkommentator, der mehr labert wie der Let's Player. Oh Mann. Als. Ja, ja, als. Natürlich. Immer gerne. Letzter Versuch, Leute. Ich will nimmer. Ich will das nicht mehr. Was? Ich will das nicht mehr. Dann lass es doch. Ja, ich will das aber. Okay, das ist jetzt verwirrend. Ja. Komm, letzter Versuch. Wir müssen das schaffen. Ihr wisst gar nicht, mit wie viel Begeisterung ich gerade noch zocke.
Hä, what the fuck? Okay, ciao Leute. Kein Kommentar. Wow. Ciao Leute. Oh ja. Mann. Nein.